So, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Interview von mir. Im heutigen Thema dreht sich alles über LCX. LCX noch einmal heißt Liechtenstein Exchange. Mehr zu diesem Thema, denke ich, kann uns niemand Geringeres beantworten als der CEO von LCX. Monty Metzger ist heute hier bei mir live zu Gast und ich bin wirklich dankbar, dass er sich die Zeit genommen hat, uns auf jeden Fall einige spannende Informationen vielleicht vorab zu teilen und Fragen zu beantworten. Genau, hallo Monty. Hallo, hi. Hi. Ja, ich bin froh, hier dabei zu sein und gebe gerne Einblicke in das Nähkästchen von LCX. Klasse. Ich freue mich, dass du fragen. Nee, schön, dass du uns die Zeit genommen hast und ich bin richtig gespannt. Vielleicht für jemanden, der dich noch nicht kennt, stell dich uns doch einfach nochmal ganz kurz zu Beginn vor, wer du bist. Genau, also mein Name ist Monty Metzger. Ich bin Gründer und CEO von LCX, der LCX AG. Wir betreiben LCX.com und ich bin selber Unternehmer mit Leib und Seele, habe 1998 mein erstes Unternehmen gegründet und seitdem im Internet treu geblieben, verschiedenste Aktivitäten. Bevor ich jetzt LCX gegründet habe, war ich 5 Jahre selber Investor und war da als Venture Capitalist quasi aktiv und habe jetzt wieder die Seiten gewechselt. Bin sehr, sehr froh, ganz aktiv jetzt ein nächstes Unicorn aufzubauen hier. Klasse. Venture Capitalist, Monty, du kommst nicht ursprünglich aus dem Kryptobereich. Was hat dich dazu verleitet, jetzt wieder aktiv zu werden und auch im Kryptospace angekommen zu sein aktuell? Genau, also ich bin eigentlich seit der ersten Stunde im Internet mit dabei. Also ich habe mich noch mit diesen alten Modems damals eingeloggt, habe den ersten New Economy Hype mitgemacht und bin eigentlich seitdem quasi so Digital Native eigentlich mit verschiedensten Unternehmen und Startups und dann eben auch auf der Investorenseite, wo wir weltweit investiert haben. Und da ist mir das Thema Bitcoin 2013 eben schon sehr früh aufgefallen. Wir haben Investments gemacht zusammen mit Adam Draper im Silicon Valley, der Sohn von Tim Draper. Und er war ja dann auch der Verfechter und erster Investor bei Coinbase. Die haben dann diese Silk Road Bitcoins ersteigert damals, die das FBI verpfändet hatte und dann versteigert hat. Und er hat mich darauf aufmerksam gemacht. Aber zu dem Zeitpunkt als regulierter Venture Capital Fonds konnten wir oder durften wir nicht investieren. Wir haben mit den Finanzmarktaufsicht gesprochen, wir haben das Thema erklärt, aber man konnte es nicht richtig einstufen. Das heißt, ich habe ein bisschen privat investiert und das Ganze mit verfolgt, aber wir konnten als regulierter Fonds eben nicht dabei sein so richtig. Und das Ganze hat sich dann 2017 eben ja dynamisiert mit den ganzen ICO-Hypes und auch der Sprung dann von Bitcoin in höhere Preisgefüge. Und da wurde ich dann nochmal richtig aufmerksam und gedacht, eigentlich jetzt ist der Zeitpunkt, wo eben die Regulierung auch nachzieht, wo es die Chance gibt, die alte und die neue Finanzwelt zu kombinieren. Und dann ist ein ganz bekannter Napkin entstanden, diese Serviette, wo ich den Businessplan so ein bisschen gescribbelt habe und gesagt habe, da müssen wir jetzt eigentlich aktiv werden. Und dann bin ich ins Crypto Valley gezogen und haben in Liechtenstein dann LCX gegründet. Cool. Vielleicht erzählst du uns ganz kurz was zur Entstehungsgeschichte. Du sagst, es ist wirklich aus diesem Match heraus entstanden, privat, aber auch im Grunde von der Unternehmensseite her etwas an Problemen zu lösen. Erzähl uns ganz kurz, was möchte LCX im Grunde jetzt lösen? Ja, also LCX ist herangetreten, eben um die alte Finanzwelt mit der neuen zu kombinieren. Wir wollen im Prinzip eine Blockchain-Plattform bieten, die es ermöglicht, eben die gewissen Dinge, die man aus der traditionellen Welt kennt, aus dem Bankenumfeld, wirklich umzusetzen in der Blockchain-Welt. Das ist jetzt so diese Vision eigentlich, Blockchain-Banking zu ermöglichen. Und wie machen wir das? Wir haben jetzt gestartet mit dem Kern unserer Plattform, nämlich dem LCX Exchange, also eine Crypto-Exchange-Plattform, wo wir auch sehr viel deutsche Kunden haben, großes deutsche Reichweite. Liechtenstein ist ja auch deutschsprachig. Und da kann man eben Krypto handeln. Jetzt
Euro zu Krypto, aber auch Krypto zu Krypto. Dann darüber hinaus haben wir jetzt eben ein ganzes R&D-Team, die eigentlich nichts anderes machen, als neue Produkte zu entwickeln. Und daraus ist eben auch LCX Terminal entstanden, wo wir wie kannst du beschreiben, wie so eine Art Bloomberg Desk for Crypto eigentlich, wo du dich connecten kannst mit allen möglichen anderen Exchanges und dann dein Portfolio auf einem Dashboard managen kannst. Das heißt, du hast eine Plattform und kannst dich connecten mit von Binance, FTX bis hin zu anderen Krakens und so weiter der Welt. Das ist ganz interessant, Monty, weil du sagst, es gibt ja unglaublich viele Exchanges, viele, viele regulierte Handelsplattformen, bisher jedoch noch nicht. Wie wollt ihr diese Regulation im Grunde mit LCX lösen? Genau, also da haben wir sehr viel investiert, über 2 Jahre und einige Millionen Euro sind reingeflossen in diese ganzen Regulierungsthematiken und wir haben es geschafft, 8 Registrierungen zu bekommen bei der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein. Das ist mehr als jedes andere Unternehmen in Liechtenstein und es ist besonders spannend, weil es uns ermöglicht, eben hier für andere Blockchain-Unternehmen auch aktiv zu werden. Und das ist ein anderes Produkt, was jetzt dieses Jahr gerade sehr stark wächst. Das ist diese Token-Emissionen. LCX wurde mal beschrieben als das Goldman Sachs of Crypto, weil wir eben im Namen von anderen hier Token-Emissionen durchführen können. Also so eine Art Public Offering, der ICO, aber in einem regulierten und finanzmarktrechtlichen Umfeld, sodass sich das Unternehmen eben keine Sorgen machen muss, im Nachhinein verklagt zu werden oder so, sondern wir melden das an, es gibt dann diese Token-Emission, das muss registriert werden, da gibt es Verpflichtungen, Sachen zu veröffentlichen und da haben wir jetzt wirklich eine ganze Welle an verschiedenen Tokens, die wir jetzt launchen werden. Aktuell läuft NFT Maker, ja, wir haben DGMV gemacht, DigiCorp Labs mit dem Team von DigiByte. Wir haben Envision Tokens rausgebracht und das sind jetzt die ersten 3 Projekte dieses Jahr, aber es wird wahrscheinlich jeden Monat ein Token Sale exklusiv und auf LCX stattfinden und eben wo LCX der rechtliche Herausgeber und der Emittent sozusagen ist dieser Tokens. Also Riesenunterschied, wenn ich es nochmal so für mich verstehen möchte, ist das einfach. Es gibt viele Exchanges, es gibt viele Angebote, die sich vielleicht ähnlich decken, aber tatsächlich euch, was euch angeht, diese Regulation zu sagen, wir koordinieren das Ganze für kleinere Plattformen, für kleinere Projekte, die wir möchten, die unterstützen, dass sie einen regulierten Weg in den Kryptobereich finden. Das ist so im Grunde das eine Punkt. Genau, also was heißt eigentlich reguliert oder was will die Finanzmarktaufsicht? Ja, die Finanzmarktaufsicht hat das Ziel, Investoren zu schützen vor Betrügern. Und es gibt in diesem ganzen ICO-Umfeld gibt es wahnsinnig viel Betrüger. Es gab viele Projekte, die wirklich absichtlich betrogen haben oder sich dann auf dem Weg dahin irgendwie dazu entschlossen haben, wie auch immer. Auf jeden Fall. Gibt's viele gerade. Genau. Gab es also gerade 2017 eben sehr viele Sachen, die unglaublich viel Geld geraced haben und dann damit abgehauen sind. Und das ist eigentlich das, was vermieden werden soll. Und ein Hilfsmittel dazu ist eben Transparenz und eben die Finanzmarktaufsicht, die Liechtenstein, hat eben klare Regeln gesetzt und hat gesagt, wenn du so einen Token-Sale machst, dann musst du eben mit einem Token-Issuer arbeiten, mit einem Token-Emittent. Wir haben jetzt diese Registrierung erhalten und müssen uns da an die Regeln halten. Und eine Regel ist zum Beispiel, dass es da Basisinformationen gibt. Das ist wie so ein kleines Prospekt. Da stehen quasi alle Risiken drin, die Funktionen des Tokens. Es gibt ein Team, Ansprechpartner, eine Adresse. Das sind viele Sachen, die eben bei den ganzen asiatischen Plattformen kann man lange suchen und findet man wahrscheinlich nicht. Hier ist eben diese Transparenz, gibt klaren Ansprechpartner und wir sind dann auch dafür haftbar. Also, dass die Informationen, die veröffentlicht werden, korrekt sind. Und das ist eben ein großer Unterschied oder eigentlich weltweit einmalig. Also so ein Token-Gesetz oder Blockchain-Gesetz gibt es nur in Liechtenstein und wir sind die erste Plattform, die wirklich solche Services dann im großen Stil auch anbieten können.
Klasse, Monty. Finde ich wichtig, weil wir haben, ICOs bieten ja die riesen Vorteile der Kryptowelt, dass du einfach mal ganz schnell ein Krypto-Startup aus dem Boden stampfen kannst, ohne diese, du brauchst einfach Investment durch ein Crowd-Projekt beispielsweise und es ist einfach durch ein ICO natürlich viel leichter gegeben. Und jetzt einfach auch noch die Regulation mit reinzunehmen, bringt auf jeden Fall einen weiteren Schritt in Richtung, dass wir die Vorteile vom ICO nutzen, aber die Nachteile im Grunde reduzieren. Für mich jetzt als Nutzer, ich bin Privatperson, ich habe jetzt gehört, das ist jetzt für Startups geeignet, so ein bisschen für Banken, versucht ja auch natürlich eine Regulation zu schaffen. Was habe ich als Privatnutzer von LCX, wenn ich mich mit dem Projekt als auch Investment auseinandersetzen möchte? Genau, also als Privatnutzer kann man sich registrieren, einfach auf lcx.com gehen. Es gibt so einen KYC-Prozess, den man durchgehen muss, also um seinen Account zu verifizieren. Und dann kann man eigentlich loslegen. Und wir launchen jetzt eben exklusiv weitere Tokens. Aktuell ist dieser NFT-Maker, auch ein deutsches Team, dahinter sehr, sehr spannendes Projekt, die auf Cardano eben so ein Cardano-Native-Token launchen und den wir jetzt eröffnen. Aber also es wird weitere spannende Tokens geben, die wir launchen und dann kann man die eben auch direkt handeln. Also auf LCX Exchange bieten wir dann die ersten Trading Pairs auch exklusiv erstmal an. Und dann kannst du da auch Tokens wieder verkaufen, noch mehr kaufen, handeln, traden und so weiter. Und wir bauen eben unser Produktportfolio aus. Und da gibt es eben ganz spannende andere Produkte, unter anderem dieser DEX Aggregator, den wir haben, Fire Salamander, dann eben Terminal, LCX Terminal und jetzt ganz neu auch die tokenisierten Diamanten auf Timans.com, wo wir die ersten 100 Diamanten als NFTs jetzt verkauft haben. Was kann ich mir darunter vorstellen, Monty? Diamanten tokenisiert, gibt es die in echt? Erzähl uns mal ganz kurz was dazu. Genau, also grundsätzlich ist die Vision dahinter, dass alles tokenisiert wird. Also ich hatte mal gesagt, Blockchain is to the money, what email was to the letter. Und wir sind eben in dieser Transformation und Digitalisierung der Finanzwelt. Wenn du dir jetzt die aktuellen Finanzbranche anschaust, dann passiert da eben noch sehr viel manuell oder in verschiedenen Silos. Also die eine Bank hat ihr System und die andere Bank und es gibt Nasdaq und DAX oder eben Börse Frankfurt und so weiter. Aber die Systeme kommunizieren noch nicht richtig miteinander. Und eben über Blockchain wäre es möglich. Man hat einen globalen Marktplatz, man kann Finanzinstrumente in einem Token darstellen, man kann Dinge tokenisieren von Immobilien zu Bildern, zu Autos oder auch Wertgegenstände wie Diamanten. Und wir haben uns eben länger damit auseinandergesetzt und gesagt, wie können wir diese Vision vorantreiben der Tokenisierung der Welt? Und wir haben gestartet eben mit dem ersten Projekt der Diamanten. Und Grund dafür ist, dass einmal ein Diamant ist relativ wertvoll, aber auch klein. Also das heißt, wir können den gut lagern. Und wir haben quasi physisch 100 Diamanten gekauft und die in ein Safe getan mit höchsten Sicherheitsstandard. So ein bisschen so James Bond Bunkermäßig ist das. Wo haben Sie gelagert? In Liechtenstein. Es gibt in Liechtenstein mehrere solcher Sicherheitslager. Das ist wirklich hochspannend, da mal zu sein. Dort, also man weiß nicht, was da alles gelagert wird, aber die Sicherheitsanforderungen sind die höchsten und stärksten der Welt. Da gibt es, also man kann Goldbarren, Diamanten, Bilder und so weiter sind da gelagert. Und Liechtenstein hat ja eins der größten oder die größte private Bildersammlung, also die Fürstenfamilie. Und die müssen ja auch irgendwo gelagert werden. Deswegen sind die da eigentlich Profis da drin. Und da haben wir eben auch einen versicherten Lagerraum quasi für unsere Diamanten. Und das nennt sich quasi dieses physische Sicherstellung, dass die Diamanten tatsächlich da sind, dass die nicht verkauft werden, dass die nicht irgendwie verpfändet werden oder sonst was, sondern die sind wirklich da und werden dann in einem Token repräsentiert. Das heißt, der NFT stellt eigentlich die Inhaberrechte dar an diesen Diamanten. Und wir sind auch wieder hier quasi haftbar und verpflichtet, dass eben diese Diamanten tatsächlich da sind, dass die nicht entwendet werden oder eben verpfändet werden oder was auch immer.
Und genau, das ist unsere Aufgabe. Und jetzt haben wir eben mit Timens die ersten tokenisierten Diamanten, deswegen das T am Anfang, mit Timens.com gelauncht. Und da haben wir eben 100 NFTs verkauft. Und das Besondere dann an dem Projekt ist... Wie viel kostet für so einer? Wie viel kriege ich für so einen günstigsten Diamanten? Genau, also wir haben die Diamanten verkauft mit Zahlung gegen LCX-Token. Okay, das heißt, ich brauche LCX auf jeden Fall. Die wurden ersteigert, da gab es einige, die man ersteigern konnte und es gab einige, die waren eben besonders rar und da haben wir so ein LCX-Staking-Amount festgelegt, wo man LCX-Token staken musste, um dann da Zugriff zu haben. Und ich müsste jetzt mal die Zahlen nachschauen, aber wir haben es auf unserer Webseite auch, auf lcx.com Insights sind die Summaries mit dabei. Also man kann so sagen, zwischen 3.000 und 5.000 Dollar an Wert wurden die so verkauft. Aber es hat sich einen richtigen Hype entwickelt, weil die NFTs noch einen zusätzlichen Mehrwert bieten. Wollte ich gerade sagen, das ist genau für mich so ein Thema. Ich meine, ich kann mir einen Diamanten, ich meine, der ist ja klein, den kann ich mir auch selber lagern, wenn ich sage, ich schaffe mir ein Tresor an oder ich interessiere mich dafür, Edelmetalle zu besitzen. Jetzt mache ich eine Tokenisierungsvariante draus, vertraue das einem Unternehmen über LCX an. Für mich jetzt, was habe ich davon, wenn ich mir ein NFT kaufe, anstatt dass ich mir einfach selber meinen eigenen Diamanten daheim lagere? Ja, also ich glaube, wir sind noch am Anfang von der ganzen Tokenisierung von Finanzinstrumenten und Tokenisierung von Elementen wie Diamanten oder Gold oder andere Wertgegenstände. Und deswegen sehen wir unsere Aufgabe auch darin, quasi darüber zu informieren, unsere Nutzer darüber zu informieren, wie das Ganze vonstatten geht und funktioniert. Ein Kernvorteil ist natürlich, dass man Diamanten dann ganz einfach handeln, weiterverkaufen kann, verschenken kann, auf globalen Plattformen. Also alle unsere Timed-NFTs sind direkt dann automatisch auch auf OpenSea oder auf Rarible vorhanden und du kannst sie dann zum Kauf anbieten. Und der Diamantenmarkt an sich ist super intransparent weltweit. Es ist unklar, es gibt keine globale Börse, es gibt so geschlossene B2B-Brokerhouses und so weiter, aber eigentlich ist es schwer herauszufinden, was ist denn so ein Diamant eigentlich wert? Und wie kann ich den verkaufen? Es ist also wirklich so eine alte, fix eingefahrene Strukturen. Und das versuchen wir aufzubrechen. Wir können einen globalen Marktplatz schaffen. Und damit können wir eigentlich zum heutigen Zeitpunkt schon sagen, dass Timens.com der größte digitalisierte Diamantenmarktplatz ist der Welt mit jetzt 100. Aber wir möchten natürlich am liebsten 100.000 Diamanten da drauf haben. Und um dahin zu kommen, haben wir eben noch so ein Gamification-Element mit eingebaut. Genau, erzähl das mal kurz, weil ich glaube, das ist richtig interessant. Was habe ich davon, wenn ich mir einen NFT-Diamanten zulege und nicht zum Beispiel irgendein anderes NFT? Es gibt so viele NFT-Projekte mittlerweile. Was ist der Mehrwert, einen Diamanten zu halten in NFT-Projekten? Genau, also wenn du dir den heutigen Kryptomarkt anschaust, dann sind eben diese ganzen Meme- und Hype-Tokens oft größer als die einen reellen Wert haben. Also man spricht von Dogecoin und da gibt es die Bored Ape Yacht Clubs, NFTs und irgendwelche Sachen, die werden da so gehypt. Und die sind oft beliebter oder haben eine höhere Reichweite als so manche spannende Blockchain. Also Celo Blockchain oder Cardano oder so, die haben fundamental wichtige Technologie dahinter, da sind R&D-Teams und dennoch quasi dieses Hype-Projekt dann mehr Reichweite. Und das hat uns beschäftigt und deswegen haben wir den TIA-Token noch kreiert, als Reward-Token für alle Besitzer dieser NFTs. Das heißt, wenn du ein Timend-NFT besitzt, dann bekommst du automatisch über den Zeitraum von fast 2 Jahren, über 1 Million Minuten, bekommst du 1 Million TIA-Token als Reward, so wie so ein ongoing Airdrop quasi. Und die TIA-Token an sich haben noch so eine Funktion, dass sie, also es gibt 3 Funktionen, Reflection, Burn und Rebalancing. Und das ist im Prinzip so, dass 10% bei jeder On-Chain-Transaktion werden genommen. 5% gehen wieder an alle Tokenholder zurück. Also man kriegt einfach mehr, indem man hält. Also wenn man Diamond Hands hat, dann bekommt man mehr TIA-Token. 2,5% werden verbrannt, vernichtet.
Und 2,5% werden genutzt, um LCX-Token zu kaufen, also das LCX-Ökosystem zu verwenden. Also im Grunde quasi, wenn du die Tier-Token hältst in einer Non-Custodial Wallet, bekommst du automatisch immer mehr, also wie so ein Ongoing Yield. Also es ist so ein, ja, so ein Meme-Token, ja, kann man sagen. Du bekommst Zinsen auf Diamanten. Also das ist das Schöne daran. Ich glaube, Edelmetalle, die kannst du lagern, da hast du nichts davon. Du kannst einen Goldbarren dir irgendwo versuchen aufzubewahren, im Keller lagern, der gammelt vor sich die nächsten Jahre hin. Du kannst den benutzen dein Leben lang oder nicht. Und bei einem Diamanten, den du tokenisiert hältst, den kannst du handeln, weltweit, jederzeit. Und du hast von dem Edelmetall auch eigentlich direkten Staking-Reward-Anteil. Richtig, genau. Gibt es da irgendwelche Einstiegshürden? Müsste ich da irgendwas beachten, wenn ich sage, ich will so einen Diamanten haben? Gibt es da irgendwas, was ich wissen müsste? Genau, also aktuell gibt es die Diamonds nur im Secondary Market. Also du kannst auf OpenSea Angebote machen. Die 100 Diamanten sind jetzt da zu haben aktuell. Aber es wird weitere geben und ist wahrscheinlich jetzt mindestens noch mal 100 jetzt im nächsten Drop. Und da arbeiten wir mit richtig bekannten Celebrities zusammen weltweit. Also jetzt haben wir einige Calls gehabt mit Hollywood. Wirklich Personen, die sehr, sehr bekannt sind mit weit über 10 Millionen Twitter-Follower und so weiter. Und da werden wir eben Diamond Celebrity Editions herausbringen. Ich darf noch nicht sagen, wer es ist. Wir sind gerade dabei, die Verträge zu unterschreiben, aber. Also ist es schon sicher, alles durch? Du darfst nur noch nicht sagen, also Namen nennen noch nicht, aber wir haben sie schon. Nein, genau. Also wir sind mitten in den Verhandlungen und die letzten sind jetzt noch nicht unterschrieben und wir werden das dann Schritt für Schritt announcen. Also, aber es ist sehr, sehr, sehr spannend, ja. Also wir hatten gestern jetzt mit jemandem gesprochen, mit dem Management, und die Person hat über 16 Millionen Twitter-Follower und auch im NFT-Bereich schon erfahren und so weiter. Also sind schon spannende Persönlichkeiten, die jetzt sagen, das ist eigentlich was Tolles, weil es eben über so ein JPEG-Image irgendwie hinausgeht und sagt, da ist wirklich ein Wert dahinter, auch mit einem echten Diamanten und nicht nur ein lustiges Bildchen, was gehypt wird. Und wir zeigen natürlich auch diese Möglichkeiten der Tokenisierung damit auf. Und deswegen arbeiten wir mit 10 Celebrities zusammen und machen die Time and Celebrity Editions, wo jeder bekannte Persönlichkeit dann 10 der Diamanten mit vermarktet und das auch mit seinem Namen dann veröffentlicht wird. Vermarktet der VIP dann den Diamanten oder kreiert er den mit? Wie kann ich mir das vorstellen? Was ist die Aufgabe von so jemandem? Beides, genau. Das ist dann quasi der Time and Buy der Person. Das hat quasi Auswirkungen im NFT selber, also in dem Bild auch, was es dann repräsentiert. Zum Teil auch bis hin zu dem Diamanten hin. Und auf der anderen Seite wird natürlich die Vermarktung ist für uns das Entscheidendste. Wir wollen, dass das Projekt wirklich groß wird und bekannt wird und dass auch die Möglichkeit mit Tokenisierung bekannt wird. Und deswegen ist es für uns wichtig, da die Reichweite dieser Celebrities zu nutzen. Wann, ich weiß, du darfst uns nichts verraten, Monty, aber gibt es irgendwie, weiß ich nicht, zumindest wenn du sagst, Namen nicht, einen Start für die ersten Announcements, wann können wir damit rechnen, dass wir uns mal so einen Diamanten tokenisiert anschauen dürfen? Also wir wollen eigentlich heute starten, ja, und geben da auch ziemlich Vollgas jetzt mit den Sachen. Technologisch ist alles startklar. Die nächsten 100 Diamanten sind quasi schon auf dem Weg hier nach Liechtenstein. Die sind gekauft und werden jetzt übermittelt sozusagen. Also da sind schon viele Schritte erledigt und getan. Und wir hoffen jetzt im nächsten, sag ich mal, also jetzt im Sommer einfach richtig loszulegen. Ja, ich bin mal vorsichtig und es geht los, wann es losgeht. Ihr werdet es erfahren. Das heißt, ich kriege von dir keine Namen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir im Sommer die ersten Diamanten von sehr bekannten Persönlichkeiten weltweit bekommen werden. Genau. Deutschsprachig, US, wo habt ihr die euch denn hier organisiert? Gibt es da so eine Tendenz, dass du vielleicht mal so ein bisschen was spoilern kannst, ohne Namen zu sagen? Es ist super international, im Prinzip von eben von West Hollywood bis Crypto Valley. Ja, und wir haben auch ein paar Deutsche angesprochen
und aber auch also viel Englischsprachige und so weiter. Also es ist schon mal, was da dann so rauskommt. Klasse. Dann drücke ich dir die Daumen und ich würde auf jeden Fall gerne wissen, sobald da was sich Neues ergibt. Unabhängig jetzt von Diamonds, ich weiß ja, LTX-Staking ist so ein riesen Thema. 2022 ist ja in der Pipeline auch immer so ein bisschen erwähnt worden, dass das Staking rauskommt. Ich weiß, Thema Regulierung, gibt es da irgendwas Konkretes mittlerweile, wo du uns sagen kannst, wann Staking für LTX rauskommen kann? Q1, Q2, Q3, Q4? Ja, also es ist auf jeden Fall auf unserer Roadmap auch in diesem Jahr. Wir möchten halt das Ganze verbinden mit einer richtigen Funktion. Es ist quasi einfach eine sinnvolle Staking-Funktion. Das muss schon passen und deswegen haben wir uns ein bisschen mehr Zeit genommen. Und das wird kommen. Und genau, jetzt auch aus Erfahrung halte ich mich zurück mit wirklich einem festen Datum zu nehmen, sondern es ist auf unserer Roadmap und it's ready, when it's ready, dann werden wir es sicherlich launchen. Werden wir es noch in diesem Jahr sehen? Ja. Cool. Und wird es auch für uns Privatnutzer einfach sein, dann mit dem Staking zu beginnen? Wie können wir uns das noch so vorstellen? Gibt es da vielleicht ja, das ist die Intention, genau, das ganz, ganz einfach zu machen. Aber ich nenne da vielleicht noch ein anderes Projekt, was wir angekündigt haben. Ja, gerne, also 2022. Und zwar, was auch mit Staking zu tun hat, und zwar nämlich mit einem tokenisierten Bond, also eine tokenisierte Anleihe. Und zwar möchten wir, also wir haben jetzt angekündigt eine Euro-Anleihe. Das heißt, du kannst mal 1.000 Euro bei uns hinterlegen und kriegst dann einen festen Zinssatz. Ich glaube, wir haben jetzt angepeilt zwischen 7% und 10% Zinsen. Und das ist für aus unserer Sicht eben ein klares Finanzprodukt. Ich weiß, es gibt andere Exchanges, die bieten so Euro-Staking auch an. Ich weiß nicht, wie sie rechtlich machen. Für uns ist es ganz klar ein reguliertes Instrument. Das heißt, wir haben ein Wertpapierprospekt geschrieben und das eingereicht bei der Finanzmarktaufsicht mit der Bitte um Billigung. Und dann gibt es ein spannendes Produkt eben für unsere Kunden, wo man ganz einfach sagen kann aus seiner Main Wallet, mit dem Betrag möchte ich in das Produkt tun und quasi staken und dann bekomme ich einen festen Zinssatz. Und das Modell ist jetzt so, dass wir es eben einmal für Euro, aber auch für Bitcoin, Ethereum und so weiter anbieten wollen. Und da quasi so ein richtig spannendes Finanzprodukt, aber eben voll reguliert und auch autorisiert dann mit dieser Prospektbilligung herauszubringen. Hört sich richtig spannend an, vor allem, weil ich mich auch gerade so mir gerade so gedacht habe, das schafft wirklich so die Kombination des Match zwischen Regulation und einer Kryptowährung und einer Fiat-Währung. Und gerade im deutschsprachigen Raum weiß ich ja, das Thema Regulierung und was bekomme ich von meinem Staking und Zinsen und steuerrechtlich und so weiter, ist immer riesen Sorgen dahinter. Sehe ich auf jeden Fall richtig Potenzial dahinter. Gibt es da schon konkrete, ja, sag mal so Deadlines, wann wir mit sowas auch mal rechnen können? Ja, also wir haben öffentlich gemacht die Einreichung des Wertpapierprospekts und jetzt ist es ein Prozess quasi, wo es nochmal Rückfragen gab. In der Regel wird aber so ein Prospekt relativ schnell dann bewilligt und wir sind da auch schon recht erfahren, weil wir jetzt mehrfach diese Prozesse durchgemacht haben und ja auch bekannt sind bei der Behörde. Das heißt, das ist jetzt kein Neuling, wo man alle Sachen durchleuchten muss, sondern wir haben eben aufgrund der jetzigen Status, da, den wir schon haben, geht es sicherlich ein bisschen schneller. Und das ist also auf jeden Fall, was jetzt quasi jetzt auch ebenfalls auch in den Sommermonaten dann gelauncht werden kann und wo ich ganz hohe Erwartungen habe. Und im Grunde, was ja so spannend ist für alle Krypto-Investoren, ist, dass es zum ersten Mal ermöglicht, eigentlich diese spannenden Investments zu tätigen, die bisher nur den Profi-Investoren zugänglich waren. Ja. Also in den USA ist es ja noch schlimmer mit diesen Accredited Investoren. Auch in Deutschland ist es so, quasi man institutionelle Investoren und so weiter, die kriegen eigentlich die super tollen Deals mit hohen Prozentraten, irgendwelchen Anleihen, wo man eben Mindestinvestments hat von 100.000 Euro oder mehr. Und mit dem Kryptobereich wird es aufgebrochen. Das versuchen wir eben auch weiterhin zu haben, dass wir jetzt, also einmal mit den ganzen Token-Sales, die stattfinden,
Da hat wirklich jeder Normalanleger ab 500 Euro die Möglichkeit, da mit dabei zu sein und eben ein Projekt zu investieren, wo sie dran glauben. Wir stellen alle Informationen dazu da, aber es ist wirklich spannend, eben da die Gesichter zu sehen, wenn man das jemanden erzählt, der so aus der normalen Bankenbranche kommt, was wir da so alles machen. Ja, vor allem, weil ihr auch anfangt, also gerade auch jemanden, wo ich sage, man muss nur mit LCX im Grunde sich vertraut machen, LCX nutzen und man kann tatsächlich Vorteile eines Hedgefondsmanagers, eines institutionellen Investoren nutzen für sich als Privatperson, um davon zu profitieren. Das finde ich einfach einen riesen Vorteil, wenn sowas auch uns ja zugänglich wird. Das heißt für mich, LCX brauche ich, um das alles dann auch im Sommer nutzen zu dürfen. Ja, also du kannst jetzt loslegen, eben auch schon die verschiedenen Sachen zu nutzen. Wir sind auch enorm gewachsen. Also vielleicht dann nochmal zur Geschichte. 2017 kam so die Idee, 2018 haben wir gegründet. Genau. Wir haben jetzt vor 2 Tagen erst 4-jährigen Geburtstag gehabt, seit der Firmengründung offiziell. Das heißt, wir sind jetzt schon etablierter Player, würde man sagen. Unser Token ist auf Coinbase gelistet. Das war ein großer Hype. Da haben wir dann über 350 Millionen Dollar Bewertung von unserer Marketkapitalisierung des Tokens. Steht da auch noch irgendwas jetzt an, so konkret, so andere Listings, irgendwas jetzt so in der nächsten Zeit, dass wir LCX, ich meine, Börsenlisting pusht ja auch nochmal im Grunde eine einzelne Kryptowährung extremst nach oben. Wir sind, glaube ich, weiß nicht, LCX zwischen Platz 300, 400 und sowas, dass wir einfach euch natürlich auch noch ein bisschen weiter oben sehen. Ja, also wir denken da sehr, sehr langfristig. Also wollen jetzt eben auch unser Kapital nicht verbrennen in irgendwelchen wilden Marketingkampagnen, um dann künstlichen Hype zu machen, sondern der Mehrwert wird hauptsächlich durch unsere Produkte wachsen. Der Token ist aber für uns ein Instrument, über Reichweite und auch Bekanntheit zu schaffen. Deswegen war das Listing bei Coinbase super wichtig. Da haben wir also viele nordamerikanische Nutzer gewonnen, auch die bisher LCX gar nicht kannten. Und das wollen wir natürlich weiter ausbauen. Also da gibt es einige Top-Tier-Exchanges, die aufmerksam geworden sind auf LCX. Da ist es so, dass wir zum Teil selber auch nicht genau Feedback bekommen. Also bei Coinbase zum Beispiel wusste man gar nicht, wann das stattfinden wird. Ich kann aber bestätigen, dass wir im Gespräch sind, also mit OKX, Hobi und Kraken natürlich. Das sind für mich Kern-Exchanges. Und wir haben diese Woche noch ein Exchange-Listing-Announcement auch, was rauskommt, was eher so den asiatischen Markt betrifft. Und da bin ich auch super froh, weil wir da auch eine ganz starke Community haben, auch mit einem lokalen Fiat-Payer, was sehr, sehr spannend sein könnte, eben nochmal für eine andere Zielgruppe. Also diese Woche, Leute, könnte LCX auf einer neuen Exchange gelistet werden. Vielleicht schaut ihr euch auch nochmal das Projekt an, das Video vielleicht von mir zu LCX, ein paar Informationen ziehen, entscheidet euch, ob ihr, wie ihr, wohin ihr investiert. Wie immer, eure eigene Entscheidung. Für mich so ein paar abschließende Fragen. 2022 haben wir jetzt so grob so Tendenzen, gehen richtig spannende Neuigkeiten rein, Partnerschaften, Celebrities, neue, ja, Anlegemöglichkeiten wie die Bonds. Wo siehst du LCX im Jahr 2025? Wenn du sagst langfristig, gibt es da so ein paar Long-Term-Gedanken? Ja, also 2025, ja, da sprechen wir jetzt von, ja, soweit, 2,5, 3 Jahre oder sowas, ist, glaube ich, ein toller Zeitpunkt, wenn du jetzt auch zurückschaust. Was wir in den letzten 2,5 oder 3 Jahren eben geschafft haben, ist wirklich enorm, von quasi einer Idee, PowerPoint mit einem kleinen Team zusammen gewachsen. Wir sind jetzt über 50 Leute Vollzeit. Wir sind ein profitables Unternehmen, auch mit den jetzigen Produkten. Und wir wachsen. Und deswegen haben wir jetzt klar, also 2025 zum Beispiel, sind wir sicherlich ein Top 20 Unternehmen weltweit. Das heißt also auch Top 20 im Bereich regulierte Fintech-Unternehmen, würde ich mal sagen. Gegebenenfalls auch Top 20 Token hoffentlich, der sich dann auch da widerspiegelt. Also für uns ist Wachstum, Reichweite ist number one jetzt. Also einmal quasi
Regulierung und Compliance sind wir wirklich führend in Europa sicherlich. Mit den Liechtenstein-Lizenzen können wir alles Mögliche machen und haben da einen riesen Vorteil auch von, was MiCA-Regulierung in Europa kommt. Das müssen wir jetzt nutzen. Dann Nummer zwei, technologisch haben wir angefangen mit ersten MVPs, wie man so sagt, so einfachen Produkten, wo man, wenn man es zurückblickt, sich schämen würde, wie viele Bugs und Fehler da drin waren. Aber jetzt ist es wirklich super optimiert. Die Server sind viel, viel stärker, die ganze Technologie dahinter. Jetzt Timens ist quasi gelauncht mit 6 Smart Contracts im Hintergrund. Das sind wirklich ein kompliziertes technische Infrastruktur. Und es läuft und skaliert und ist skalierbar. Also wir können es jetzt richtig aufbauen. Das heißt, wir sind eigentlich mit LCX wirklich am Wendepunkt, wo man sagt, wir haben jetzt unsere Hausaufgaben gemacht, wir sind regulatorisch gut aufgestellt, wir sind jetzt technisch gut aufgestellt, wir haben jetzt auch ein Team. Zum Teil konnten wir viele Sachen gar nicht machen, weil wir nicht genug Leute hatten. Aber wir sind attraktiver Arbeitgeber, gute Leute mit dabei, und wachsen. Also 2025 sind wir eins der Top-Unternehmen weltweit. Klasse. Also LCX Top 20 2025. So sieht Monty auf jeden Fall seine Exchange. Ganz kurz so technologisch 2025, wenn du sagst, ihr bleibt erstmal ERC20 basiert, ist da irgendwas auch geplant? Würde mich interessieren, dass ihr ein eigenes Ökosystem errichtet, einen nativen Token draus macht. Gibt's da irgendwas? Ja, also alles kommt Rat, kommt Zeit, so kommt Rat heißt das eigentlich. Ich denke, solche Entwicklungssprünge brauchen noch ein bisschen mehr Zeit. Für uns ist das Ökosystem Blockchain super wichtig. Wir haben super starke Partner, sei es jetzt Polkadot, Celo, wir sind Celo Foundation Member. Wir arbeiten sehr eng mit dem Cardano-Team zusammen, die auch in Zug Leute haben in Crypto Valley. Und jetzt zum Beispiel NFT Maker ist ein Native Cardano-Token. Das heißt, wir sind stark in Ethereum, aber auch ganz stark in anderen Blockchain-Networks und Infrastrukturen. Ah ja, nicht zu vergessen, Hedera Hashgraph, super wichtiger Partner auch für uns, die eben gerade mit Security-Tokens und uns mit dem Liechtenstein-Protokoll arbeiten. Wir haben Liechtenstein-Protokoll als technologisches White Paper veröffentlicht und arbeiten da eben quasi an der Vision der Tokenisierung von Finanzprodukten, das heißt Security-Token, Issuance und so weiter. Und da ist Hedera Hashgraph ganz, ganz starker Partner auch, mit dem wir schon sehr lange zusammenarbeiten. Und genau, deswegen, da breiten wir uns aus, aber natürlich unsere Entwickler sagen, lass uns doch noch eine eigene Blockchain machen und so weiter. Bauen. Who knows? Also das steht jetzt noch nicht auf der Roadmap jetzt in den nächsten Wochen, aber man weiß ja nie. Genau, deswegen, man weiß nie, 2025, 3 Jahre sind vielleicht, mag für den einen klingen, super kurz, aber in Kryptozeiten ist das im Grunde ein Jahrzehnt, ne? Genau. Ich bin mega gespannt. Ich kann es mir echt richtig gut vorstellen, dass daraus ein kleines Ökosystem mit einem Match aus Fiat, Kryptowährung, Regulation jeglicher Art im Bankensystem entsteht, sodass im Grunde Privatpersonen über LCX Produkte bekommen dürfen, die eigentlich in der normal regulierten Bankenwelt für uns schwerer zugänglich wären. Ich habe mich auf jeden Fall riesig gefreut, dass du uns jetzt dazu so ein paar Fragen beantwortet hast, Monty. Ich habe jetzt auch richtig schon wieder Lust bekommen, mich selber nochmal mit dem Projekt auseinanderzusetzen und da auch mal dran zu bleiben. Wenn ihr Fragen habt an Monty, schreibt gerne auch nochmal einen Kommentar unter das Video drunter und schaut auch gerne mal auf seinem Twitter-Kanal vorbei. Er hat da auch über LCX immer wieder ein paar Informationen für euch. Ich bin auch spannend, dass wir da nochmal ein paar Neuigkeiten von ihm erfahren in der nächsten Zeit. Ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank nochmal für deine Zeit und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Genau, ja, vielen Dank. Bis bald. Ciao.